Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, wir sind doch richtig. Letztes Video war ich mir nicht so sicher. Und ja, darum sind wir wieder hier und metzeln los, was es auch gibt. Wir müssen den Kessler finden und wenn die mal die Ehre hätten, leiser zu sterben, dann würde man mich auch besser verstehen. So. Danke, dass ihr alle gestorben seid. Ah, oh, dieser Bogenschütze geht mir auf den Kissen. Oh, Wut. So, jetzt rennen wir nicht durch. Das war letztes Mal unser Verhängnis. Also ist Kessler wieder an denselben Ort gegangen quasi, ne? Und hat sich nochmal hier schön viel Viecher rekrutiert. Ah. Boah, gleich zwei Stück wieder. Ist ein bisschen viel hier, ja? What? Scheiße! Ich hab nicht aufgepasst. Ach, fuck it. Ihr kleinen Wichsviecher. So. No! I need more time! Weg, 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 weg. Das ist ganz schön eklig hier. Let's give them a little respite. Oh, 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 oh. Okay, hat daneben gehauen. Weg, 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 weg. Und weg. Spuckt da schon wieder rum. Ekeltrupp hier. Typisch Nörgel. Ich finde das fies, dass sie zu zweit sind hier. Und weg, weg, weg. Egal wohin, weg, weg, weg. Wir leben noch. Jetzt nicht mehr. Ich hoffe, der hat jetzt auch Schaden gekriegt von dem anderen. Ah, du altes Schleimvieh. Okay, der explodiert nicht. Ah, unten läuft da schon wieder einer. Der kotzt auch. Sehr gut hier, Klein. Hier war nix, okay. Ja, das mit dem Springen ist irgendwie noch eine Lieblingsattacke hier zurzeit. Und natürlich diese göttliche Geschichte mit dem Lava. Wo sie dann Feuerschaden kriegen. Schön Flächenfeuerschaden, das mag ich auch. Aber das hebe ich mir mal lieber auf für die Großen. Die Kleinen lassen sich auch so ganz gut platt machen. Ja, wir brauchen noch ein bisschen viel noch ein bisschen mehr Geld. Das ist hier kein Minusgeschäft mit dem Sterben.
Man braucht nur 2 Meter gehen, schon kommen die nächste Feindeswelle, also... Ich will gar nicht wissen, wie das auf höheren Schwierigkeitsstufen ist. Ob da mehr Gegner kommen oder ob die einfach stärker sind. Ich glaube, das war rechts war nichts gewesen. Links hat man wenigstens noch eine Truhe, genau. So, gleich kann das nächste große Vieh kommen. Oh. Der Baum des Todes. Oder der Seuche. Oh, jetzt geht's aber ab hier. Na, heiß unter den Füßen? So, hat jemand einen Flammenwerfer dabei? Kann man doch nicht lassen hier. Oh, da kommt der nächste. Ach Mist, ich wollte seinen Kotzen ausweichen. Jetzt hat es mich voll erwischt. Oh, schon wieder. Ich dachte gerade, er kotzt. Bin extra weggesprungen. Naja. Auf jeden Fall ist er hin. Und wir müssen uns gleich mal wieder ein bisschen heilen. Der genießt die Aussicht. Gar nicht mitgekriegt, dass wir seine ganzen Kollegen abgeschlachtet haben. Na? Aha. Ich glaube, da sind wir letztes Mal nicht durch, oder? Genau. Ach, wir haben nicht genug Wut. Eieiei. Gut, dann das. Let's give them a little respite. Kleine Ratte. Alter. Oh, stirb doch mal. Verdammt, wir müssen weg. Dann sterben wir gleich. Okay, die Gegend waren... ging ins Nichts. Wir brauchen mehr Äxte. Los, wirf. Oh, die waren zu kurz. What a sweet death. Okay, und weg. Und wieder hin. Und weg. Puh. Ja, die kriegen wir langsam einigermaßen hin. Dauert zwar ein bisschen, aber es läuft. Oh, da ist ja noch einer.
gut, dass du gerade noch gewartet hast. Hab mich erwischt. Schon wieder. Ich brauch den für den ja schon fast länger als für die beiden zusammen, ey. Jetzt kipp doch mal um da. Ist der schön geplatzt. Ist das nicht das Zeichen der Skaven? Nee, ist. Nurgle hat die Glocken. Das ist doch Skaven, oder? Die Fahne? Oder diese Symbole? Noch gegen die Ratte. Warte, Path, to Kessler's Lair, or I'm no dwarf. Now to head back to Noom and give Teclis the good news. Mhm. Warum gehen wir jetzt zurück? Brauchen wir seine Hilfe? Ich dachte, wir hätten ihn jetzt auch gleich killen können, oder? We have him. Kessler's trail led to an ancient cavern that connects to the sewers. It's part of a network of caves that run for miles to the west, beyond the edge of the city. I do not doubt it. Prepare yourself, Braggy Axebiter. There will be hard fighting ahead. Return to me when you are ready to make your assault. Okay, wir haben also nur ausgekundschaftet. Gut, dann gucken wir mal ganz kurz mal die Ausrüstung und dann geht's gleich weiter. Achso, und wir könnten ja mal... Das hatten wir uns auch schon angeguckt. ...2% Regeneration, das nehmen wir doch mit. Die Axt ist noch neu. Hauen wir wieder weg. Einmal spenden, schnell und weg und tschüss. Danke für deine großartige Arbeit. Hier hast du eine kleine Belohnung. Ja, danke. Also das gefällt mir ganz gut. Gabe, du bist unverwundbar. Ach. Also ich kann mir vorstellen, dass man wirklich erst zwei braucht und dann drei. Ich würde das nämlich gerne upgraden, das macht Spaß. Ja, haben wir jetzt die Fähigkeit auch, obwohl das nicht so gewollt war. Gehen wir straight mal auf Stufe 2. Haben wir sonst noch was? Da haben wir jetzt nochmal 10 Punkte verfügbar und dann könnten wir auch unseren Standard-Schnetzel überragend verbessern.
Das machen wir auch. Standardattacken verbessern. Und die restlichen Punkte heben wir uns nochmal auf. Okay. Dann sprechen wir mal Teclis. The time to strike is now. Witch Hunter Voss has assembled his men here at the tower. They will move in as soon as you have breached the camp's defenses and defeated Kessler. The Beastmen will have fortified their camp using whatever materials are at hand. They will be present in great numbers and hungry for human flesh. The key to victory is Kessler. Defeat him, and the others will break, just as they did at Kislev. Na gut. Mal gucken, ob sie sich dann zurückziehen. Vielleicht folgen sie auch gar nicht Kessler, dann folgen noch jemanden ganz anderes. Kann mal jemand mal schreiben, ob das das Zeichen von den Skaven ist? Kann ja sein, dass die Skaven und Nurgle ja eigentlich auch sich gut verstehen. Seuchen ja beide gut rum. Aber wenn wir hier noch Ratten kloppen würden, das wäre echt lustig. Die Ratten hasse ich ja. Ich hasse sie schon bei Blood Bowl. Darum würde ich liebend gern Ratten kloppen. Ah, leider keine Ratte. Hui. Ah, er bricht dich nicht über mich, du Arsch. Sind denn nur so ein Fanatiker? Bleib stehen, du Fanatiker. You'll never take me like that! Hit me! Oh, der wird wieder, die werden gebufft. Gleich mal hier hinten töten. So, jetzt holen wir uns mal den Typen. Wo ist der denn hin? Da war doch gerade einer. Oh, da ist er. Ich komm zu dir, Nurgle-Magier. Du Nurgle-Schamane. Oh, wo steckt Kessler? Keine Lust mehr zu suchen. Komm her. Oh, da geht's back, ab. Nee, 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 er brecht dich nicht auf mich. Ach, schon wieder, du alte Sackgasse. So, Amboss-Stoß überragend. Aha. Jetzt beim Stufenaufstieg schnitzeln wir irgendwie schneller.
Doch, gehen wir mal da lang. Hört ja gar nicht mehr auf. Es kommen immer vereinzelt ein paar Viecher. Aber halt eine Stinkbombe für dich hier. Meine Fresse. So, das wird mir nur zu viel. Gehen wir einfach mal da lang. Da kommen sie auch schon wieder. Boah, der geht mir auf den Sack. Schmeißt dann eine Seuchenbälle nicht zu mir. So, jetzt haben wir erstmal Zorn angesammelt. Oh, das ging schnell. Ah, das wäre so ein starker Herold. Immer übergeben sie sich. Scheint wohl richtig in die richtige Richtung gegangen zu sein. Hohoho. Und zack. Oh, da sind ganz viele. Und weg sind sie. Ah, die Kleinen lassen sich echt gut schnitzeln, also. Ja, ihr macht da nicht so viel Spaß. Ihr seid zu stark. Oh, jetzt spucken sie ja rum, das gibt's doch nicht. Oh, da liegt noch Gold. Ich muss gerade dran denken, dass es der Zwerg hier ein Rasenmäher ist und die alle quasi reinschnitzeln. Oh. Party Time! Schnitzel ich einfach weg hier. So, da guckst du.
Kessler, wo bist du? Komm raus, wo immer du steckst. Ach, auf dich habe ich jetzt keinen Bock. Ah, da wird es gleich wieder dick und hässlich. Mach mal die doch mal Platz hier. Da sind quasi zwei Nurgle-Jabbers. Drei sogar. Schade. Nur einen gekillt. What a sweet death. Nee, nee, nicht sterben, Junge. Oh, es hat dann doch den zweiten auch, dritten auch mit zerlegt. Krass, ey, wie wir die Viecher jetzt killen können. Und krass, dass diese Kanalisation schon so ähnlich wieder aussieht wie so ein anderes. Also langsam könnten sie mal ein bisschen ein anderes Level zeigen. Oh, gib mal wieder Wut oder Zorn. Brauch mal wieder ein bisschen was. Okay, das war die falsche Richtung. Dann gehen wir nochmal geradezu, also jetzt rechts ab und dann. Vielleicht gibt es da auch nochmal eine Truhe. Oder ein Kessler. Ah, Zorn. Ja, ich töte mal gleich hier. Alter, solchen Ballschmeißer. Das sieht doch mal neu aus hier. Das ist doch mal schick. Oh, halt, warte mal kurz. Zorn, okay. Wasserspeicher oder was ist hier los? Oh, das geht schön runter. Hier haben wir das. Das ist, glaube ich, das Zeichen der imperialen Britannia oder sowas. Wie hieß es? Breton? Entschuldigung. Breton war das, glaube ich. Aber das war ja, glaube ich, ein Imperium, ne? Ich kenne mich nicht so gut aus mit der Fantasy-Variante. Ich habe nur 40k immer so sehr viel gezockt. Aber auf jeden Fall gefällt mir die alte Welt, also von Warhammer Fantasy, besser als das, was da gerade neu rauskommt. Oder gekommen ist, in den letzten Jahren. Wo die Menschen so dicke Rüstungen anhaben wie bei Warcraft. Ist nicht so meins. Oh, wir sind hier richtig. Kesslers Versteck. Jetzt müssen wir nur mal kurz den Kessler häuten und dann sind wir fertig. Father Nurgle, Lord of Plagues, hear me! Long have I worshipped you. Great are the deeds I have done in your name. I have performed your darkest rites. I have sacrificed the flesh of innocence in your name. Give it a rest, human. I've heard it all before. It's over. Time to die. Menschlein.
over, you blind fool. Chaos is eternal, and I am its champion. Ha! If that were true, Asavar Kul would still be alive, wouldn't he? Another will rise to take Kul's place. The Harbinger has sought out the shattered pieces of his army and found a new champion to seek the favor of the Chaos Gods and assume mastery of the Horde. The Harbinger? That sounds like the kind of stupid name a sorceress would call herself. Where is she? Tell me, and there's a very, very small chance I might spare your life. Sie werden nicht sein Leben verschonen. Look at you, grasping at shadows. The Harbinger is far beyond your reach. And as for my life, it belongs to Nurgle, Lord of Pestilence and Decay. I give it to him freely in return for vengeance. You have been deceived. Es wird groß und hässlich werden. Alter, krass. Der große Verpester. Was soll ich denn dagegen machen? Den kennst du aber ich. Was mache ich denn da? Hallo, großer Verpester. Der macht ja alles kaputt hier, der Verpester. Weg, keine Zeit für dich. Arschloch. Schützt sich auch noch. Oh, 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 oh. Ich weiß echt nicht, wie ich den besiegen soll. Ja, auf! Böser Verpester! Ich geht mit! Alter, das zieht ja voll ab hier! Gott, ich brauche mal Heilung! Ah, jetzt fängt er so an. Ah, der verpestet eigentlich alles. Das ist scheiße. Gib mir Wut, ihr Wichser. Oh, bleibt man heil dran. Ach, du kleines Arschloch. Ich hasse dich. You'll never take me like that. Hit me. Oh, 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 ganz schlecht, ganz schlecht. Nicht verpesten, nicht verpesten. Oh, 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 oh. Fuck you, fuck you, fuck you. Scheiße, schon wieder fast tot. Das gibt's doch nicht. Soll man den besiegen, ey? Weg, 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 weg. Warum geben die keinen Zorn, verdammte Axt?
Ah, die müssen die Deckung bewahren. Wir hätten die mal aufheben sollen. Jetzt auch. Und wieder zurück. Okay, so lässt sich aushalten. Jetzt habe ich es gerafft. Tut mir leid, dass es zu spät war. Der hat mich voll erwischt. Gehst du da weg? Gehst du da weg? Okay. Zerbricht er sich? Okay. Wir haben seinen Rhythmus. Das ist doof. Na komm, noch einmal. Großer Verpester, du. Ah, regt er mich auf. Ich habe mit viel gerechnet, aber nicht mit dem großen Verpester. Das einmal noch, komm. Und in Deckung. Deckung. Okay. Mal gucken, was noch als nächstes kommt. Große Übelkeit. Er heilt sich. Du kleine Ratte. Oh nein! Aua, aua, aua! Mist! Oh fuck jetzt! Die Kette habe ich nicht mitgekriegt. Gut, ich würde sagen, wir machen hier einen Break und machen nächstes Mal mit dem Verpester weiter. Ja, leider ist es nicht so ein leichter Gegner. Der hat 3 Stufen. Und ja. Das geht echt ab, ey. Nee, ich würde sagen, wir machen mal kurzen Break und dann geht's nächstes Mal weiter mit den großen Verbesserern. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.